meine Damen und Herren, wir haben knapp 5 Stunden Sondierungsgespräche geführt mit der Linkspartei. Wir sind gemeinsam zu der Einschätzung gelangt, nach sehr ernsthaften Gesprächen, Gesprächen, die in einer offenen Atmosphäre abgelaufen sind, dass es keinen Sinn macht, diese Sondierungsgespräche fortzusetzen oder in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Aber erstmal sind für uns Grüne mit dem heutigen Abend die Sondierungsgespräche beendet. Schönen Dank. Rot-Grün-Rot ist gescheitert. Woran lag's? Die Linkspartei hat sich in keiner Weise angemessen aufgestellt, um Regierungsverantwortung für Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. Und das zeigt sich zuallererst an der Frage, was ist die DDR für ein Staat gewesen? Nach den Diskussionen der letzten Tage in der Öffentlichkeit hätte ich erwartet, dass da von Anfang an klar ist, es gibt sowas wie die Thüringer Erklärung, was im Osten ja kein Problem war offensichtlich, was die Grünen mit ausgehandelt hatten. Und wir mussten uns anhören, ständig Relativierungen, dass es auch in der Bundesrepublik Unrecht gegeben hat. Das ist richtig, das hat es gegeben. Aber das ist etwas völlig anderes, als ob ein Staat völlig auf falschen Füßen ist und eben ein Unrechtsstaat ist. Zum anderen hat die Linkspartei überhaupt nicht verinnerlicht, was es heißt, eine Regierungsfraktion zu sein, sich auf verlässliche Abläufe einzulassen. Und die Linkspartei ist nun auch schon so lange im Geschäft und ist angetreten, Verantwortung zu tragen und einen Politikwechsel mit einzuleiten. Und deswegen, wir sind sehr ernsthaft in die Gespräche gegangen. Ausdrücklich konzidiere ich das auch der SPD. Aber das war so ernüchternd, dass wir auch heute direkt gesagt haben, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die Wählerinnen und Wähler der Linkspartei sind im Grunde getäuscht worden. Es gibt keine regierungsfähige Linkspartei im Parlament von Nordrhein-Westfalen. Und wie geht's jetzt weiter? Naja, wir werden das natürlich in Ruhe nochmal nachbesprechen. Wir werden die Partei unmittelbar informieren morgen früh mit einer Darlegung, auch damit das nachvollziehbar ist, weil das für uns jetzt so schnell auch überraschend gekommen ist. Ich hatte positive Erwartungen an dieses Gespräch. Wir wollten ernsthaft sondieren, das haben wir immer wieder deutlich gemacht. Wir hatten auch die Legitimation durch unsere Wahlaussage. Das hat nicht sollen sein. Jetzt müssen CDU und SPD sehen, ob sie zusammenfinden und dann es eine große Koalition gibt. Und dann sind die Grünen die Oppositionsführer. Naja, wir wollten den Politikwechsel. Wir wollten es ernsthaft ausloten, um die Linkspartei mit ins Boot zu holen für eine sozialökologische Erneuerung Nordrhein-Westfalens. Das ist an der Linkspartei gescheitert. Das muss man ganz klar so sagen.